Ein gefährlicher Kampf. Vorige Woche bin ich zum letzten Mal mit dem Dottergelben zusammengetroffen. Nicht zusammengetroffen, sondern aneinander geraten. Seither weiß ich, dass er nie mehr zu unserer Hütte kommen wird. Es war bereits ziemlich dunkel und ich saß mit Kiki vor unserer Hütte. Als ich gerade dabei war, ihr klarzumachen, dass es sich für unser eines nicht schickt, grüne Heuschrecken zu jagen, raschelte plötzlich etwas im Gras. Und neugierig, wie Kiki nun einmal ist, lief sie nachsehen. Kurz darauf hörte ich sie vom Waldrand her um Hilfe rufen. Nichts Gutes ahnend, rannte ich ihrer Stimme nach. Und was musste ich sehen? Der Dottergelbe hielt sie am Hals gepackt und wollte sie ins Gebüsch schleppen. Das brachte mich in große Wut. Ich kenne die Regeln des Katerzweikampfs. Man hat langsam auf den Gegner zuzugehen, wobei man schon von weitem gefährlich zu knurren und zu schimpfen hat. Je näher man kommt, desto lauter knurrt man. Dann steht man einander gegenüber und mustert sich. Den Schwanz eingeklemmt, die Krallen bereit, Auge in Auge, Schnurrbart an Schnurrbart. Dabei schreit man so laut wie möglich. Dann brüllt man sich gegenseitig an. Und zwischendurch macht man hin und wieder. Das bedeutet in der Menschensprache, komm nur her, ich werde dich in Stücke reißen, du elender Kriecher. Aus deinen Ohren mache ich Fransen, dass du den Mäusen zum Gespött wirst, du Kümmerling. Als wir schon eine Weile Gesicht an Gesicht gestanden haben, schrie mich der Dottergelbe an. Also los, du Flaumfeder! Du hast Angst, du Feigling! Los, oder du kannst was erleben, du Jammerlappen! Ich werde dich so zurichten, dass dich zeitlebens keine Katzendame mehr anschaut, du räudiges Viech! Räudiges Viech! Das ist bei uns die allerschwerste Beleidigung, die man sich denken kann. Danach geht es unweigerlich los mit dem Zweikampf. Ohne die geringste Vorbereitung sprang ich den Dottergelben an und verbiss mich in sein linkes Ohr. Er ließ von Kiki ab und brüllte. Ich bring dich um, du Verfluchter! Er wollte noch etwas hinzufügen, aber ich ließ ihm keine Zeit dazu. Patsch, patsch, verpasste ich ihm von jeder Seite eine Ohrfeige. Dann verbiss ich mich in sein anderes Ohr. Der Dottergelbe schrie auf und versuchte, mich abzuschütteln, aber ich ließ nicht locker. Ich wusste, wenn ich ihm unter die Hinterpfoten geriet, war das mein Ende. Wir rauften fürchterlich. Der Dottergelbe mit großem Gebrüll und ich lautlos. Wer schreit, kann nicht richtig zubeißen. Es war mein erster regelrechter Kampf und es hätte leicht auch mein letzter sein können. Wie lang er gedauert hat, weiß ich nicht. Plötzlich war er zu Ende. Winselnd schleppte sich der Dottergelbe davon. Ein paar Mal blickte er zaghaft zurück, ob ich ihm folgte. Aber ich ließ ihn laufen. Ich schaute mich um. Ringsumher lagen viele dottergelbe Haarbüschel verstreut. Unweit des Kampfplatzes aber glühten zwei rote Augen. So rot leuchten in der Finsternis nur die Augen von Siamkatzen. Es war Ich wollte zu ihr laufen, aber beim ersten Schritt musste ich vor Schmerz laut aufheulen. Meine rechte Hinterpfote war abscheulich zerbissen. Langsam kam Kiki auf mich zu. Sie setzte sich mir gegenüber ins Gras, blickte mich an und schnurrte. Ich muss sagen, sie sah sehr hübsch aus. Thank you.
Nun begannen auch meine anderen Wunden zu schmerzen. An der Kehle lief mir das Blut herab. In diesem Zustand konnte ich unmöglich nach Hause zurückkehren. Ich fing also an, mich in Ordnung zu bringen. Aber das war eine mühsame Sache und schmerzhaft dazu. Au, 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 weh, ich wusste gar nicht, wie rau meine Zunge ist. Kiki blickte mich eine Zeit lang an. Dann rieb sie sich zutraulich an mir und begann mir die Wunden zu lecken, die ich selbst nicht erreichen konnte. Seltsamerweise schmerzte das überhaupt nicht. Dann saßen wir noch lange Zeit beieinander und schauten den großen, gelben Vollmond an. Ich sang ein Lied davon, wie ich den Dottergelben besiegt hatte und merkte, dass ich erwachte.